So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel. Wir sind hier zu Gast gegen West Ham United. Wir können hier, glaube ich, aus den Vollen schöpfen. Ja. Oh ja. Sehe ich gerade, man hat hier einen Stürmer verpflichtet, einen weiteren. Warum, weiß ich jetzt nicht. Weil Church nicht so abgeht im Moment. Das ist es. Ja, wir werden mal Bendtner auflaufen lassen statt ihm. Das heißt natürlich nicht, dass er jetzt im Abseits ist, sondern dass er jetzt sich einfach ein bisschen mehr bemühen muss. Ja, man hat das auch gemacht, weil drei Stürmer, also zwei Stürmer ist einer zu wenig auf jeden Fall. Braucht nur einer verletzt sein. Oder gesperrt. Dann hat man schon den Salat. Und Eggeball. Denke ich mal, der Zielinski bei West Ham. Alter. Ja, das hat noch nicht wirklich eine gute Chance gebracht jetzt. Bentner. Ja, Transferfenster, das ist jetzt einmal vorbei. Man wird sich bis zum Winter umschauen, was man noch verstärken muss. Murk 1-0. Ups. Ja gut, der Highlight seht ihr dann eh am Schluss. Wahnsinn. Fehler ausgenutzt in der Abwehr. Wieder Murk. Ja, was man eventuell noch überlegt, ist eine dritte ZOM-Position. Oh.
Oh, schön. Gott sei Dank. Oh, das war nix. Schön gemacht. Ja, torreiche Partie. 31 Minuten gespielt, 3 Tore, das ist nicht von schlechten Eltern. Oh. Ja, natürlich muss ich Benten auch erst in die Mannschaft einspielen, das ist klar. Aber der ist bissig. Oh. Ah, der läuft jetzt nicht weiter. Ja, mit den Flügelspielern ist man jetzt sehr zufrieden im Moment. So, man führt auswärts 1:2 durch einen fulminanten Murk, der alle beide Tore geschossen hat. Ja, wenn man ihm keine Chance gibt, dann... wird auch nichts aus ihm. Deswegen werden wir hier jetzt eine Halbzeit lang Martin auflaufen lassen. Oh. Oh, der läuft nicht so mit. Ja, soll er mal schießen. Oh.
So, Ring passt hier gut auf. Oh ja, da. Ja, jetzt lehnt sich Linkling City ein bisschen zurück, das ist gar nicht gut. Aber sie machen eine starke Abwehr. Schon mal ein bisschen rauskommen wieder. Oh. Oh, der passt mir nichts. Aber trotzdem gut gemeint. Jetzt wird es Zeit für einen Wechsel. Lassen wir Zednic auflaufen und auch Huang Bowen. Bekommt hier seinen Einsatz. Der Linkling City von erster Stunde an unterstützt hat. Hurricane. Ja, ein Tor wäre noch wichtig. Oh mein Gott, nicht für West Ham. Oh. Ich habe 10 Minuten noch. Nein. Ah ja. Yeah. Sieht ihr vielleicht gelb? Ja. Yep. Uiuiui.
Lincoln City muss zittern. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes. Wenn es jetzt nicht schnell geht, dann wird das nichts mehr. Yes, man feiert hier einen 2:1-Sieg dank einer starken Vorstellung von Murg, der auch super bedient wurde, so wie hier beim 1:0. Gestochere Murg kann das ausnutzen zum 2:0. Hier schön freigelaufen und auch überhoben. Ein paar gelbe Karten hat es auch noch gegeben. Bisschen Glück war auch dabei. Ja, im Endeffekt entführt Lincoln City gegen West Ham United auswärts 3 Punkte. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Also macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.